Ja, liebe Leser und Video-Schauer, wir sind jetzt hier in Arabella Golf in Son Vila auf Mallorca, einer der exklusivsten Golfplätze hier. Und ich habe einfach mal den Paul kurz hier besucht, der ist gerade auf der Insel. Und wir wollten einfach mal kurz erzählen, wie man profitable Netzwerke aufbauen kann, wo man immer wieder darauf zurückgreifen kann, also Menschen, die einen selber auch supporten. Und ja, bei mir war das so, ich habe beim Anfang auch versucht, immer Kontakte, die da sind schon, wo ich sein möchte, aufzubauen und die zu erreichen, mit denen in Kontakt zu kommen, von deren Erfahrung zu lernen, von deren Wissen zu profitieren. Und da habe ich mich so von Kontakt zu Kontakt hochgearbeitet. Und wie man heute sehen kann, sitze ich hier mit dem Lifestyle-Designer Paul Misar. Und ja, check. Und ja, das war einfach so ein Weg, den ich bestritten habe, da auf so einem Weg ein profitables Netzwerk aufzubauen. Und was das ist ja eigentlich so ein Netzwerk, ist ja eigentlich so einer der Schlüsselfaktoren für Erfolg, auch im Unternehmensaufbau oder im Internet, wenn man ein Internetgeschäft aufbaut. Kannst du ja auch noch mal kurz erzählen, wie das so bei dir war? Ja, also ich sag, Netzwerken ist eines der wichtigsten Dinge. Ja, also keiner heute im 21. Jahrhundert kann als Einzelkämpfer überleben. Du weißt das sehr gut. Ja. Als erfolgreicher Internetmarketer hast du auch ein ganz, ganz tolles Netzwerk, das dank deiner Kontakte auch jetzt mit uns zusammenarbeitet. Und ich habe halt in der realen Welt, sage ich jetzt mal wieder, ganz gute Kontakte und man versucht das halt zusammenzubringen. Ja. Ich sag, vielleicht der eine Unterschied, früher ist, also früher sagte man Netzwerken, ich gebe dir meine Karte, du gibst mir deine Karte und wir schauen dann, was du für mich tun kannst. Das moderne Netzwerken, sage ich, wird ja ein bisschen ersetzt durch dieses Dorfgemeinschaftsdenken. Ja, ne? Genau. Also das heißt, wir schauen mal, ich glaube, es ist immer ganz gut, in die Vorleistung zu gehen. Ja. Also ich habe auch mit sehr, sehr erfolgreichen Leuten damals, als ich selber noch eigentlich sehr unbekannt war und sehr am Anfang stand, bin ich immer in die Vorleistung gegangen. Dann habe ich immer geschaut, wie kann ich dem helfen? Und das kam dann oft 10, 20 Jahre später wieder zurück. Ja, ja, das kann ich auch bestätigen. Also umso mehr man gibt, umso bereitwilliger sind dann die Menschen auch zu einem späteren Zeitpunkt, dir selber auch zu helfen. Also man sollte nicht mit einer Erwartung in ein Netzwerk reingehen, dass man sofort davon profitiert und auch selber erstmal was geben. Und ja, kannst du einfach noch erzählen, welche großen Namen du jetzt schon kennengelernt hast und dein Netzwerk aufgebaut hast, wenn du das sagen darfst? Ja, also ich meine, ich habe, einer meiner Lehrer war T.H. Egger, Tony Robbins ein anderer, über den habe ich wieder seine Coaches kennengelernt. T.H. Egger geht mal so mit Donald Trump mal schnell golfen eine Runde. Ja, genau. Ist natürlich eine andere Liga oder Kiyosaki und so weiter. Aber ich sage, es ist ja gar nicht so schwer, da reinzukommen. Ja? Also du kommst ja über 6, 7 Kontakte, da gibt es ja Studien dazu, an jeden auf dieser Welt eigentlich ran. Und wenn du mal so ein bisschen reingeschnuppert hast in diese Kreise, dann wird man auch immer wieder mal, ich war jetzt vorige Woche bei Filmfestspielen in Berlin, roter Teppich, ich bin schon mal ganz gerne in Hollywood, habe ich auch einige der guten Leute kennengelernt. Ich weiß nicht, ob die hier jetzt Hochzeit feiern da hinten. Ja, da wäre jetzt meine nächste Frage, wenn man jetzt so einen großen Kontakt quasi kennengelernt hat, ist es dann eigentlich wirklich einfach, auch auf deren Netzwerk zuzugreifen? Also gerade in der LA warst du mit einigen größeren Stars auch. Also wichtig ist vielleicht auch manchmal zu fragen, ganz einfach. Okay. Ja? Also jemanden zu bitten um einen Gefallen oder kannst du mich mal da vorstellen oder dem vorstellen? Oder mal da oder dort mitnehmen. Also das ist, ganz gut damit arbeiten und ganz, ganz wichtig ist eben auch einen Mentor zu haben. Also das war für mich eben auch immer ganz, ganz entscheidend, mit guten Mentoren zu suchen. Und ich sage, ohne Coach oder Mentor, glaube ich, schafft es niemand. Also alle erfolgreichen, die ich kennengelernt habe, ob Sport, Formel 1, Fußball, Champions League, bis hin zu erfolgreichen Tests in Outdoor, also ohne Coach. Ja, das war's eigentlich hier vom Golfplatz. Ich werde jetzt auch nochmal den Schläger schwingen, auch wenn ich kein Handicap habe. Schöne Wetter noch genießen. Er wird mich ein bisschen coachen dabei. Aber ja, und Paul Misar, ihr merkt, hier ist wirklich geballtes Wissen, Anfang von Informationen und er hat auch wirklich sehr viele Erfolge schon feiern können. Und ja, wenn ihr einfach mal interessiert seid, auf seine Webseite zu gucken, dann klickt einfach unter diesem Video auf seinen Link und dann werdet ihr alles über Paul Misar lernen. Okay, also, alles gut, ne? Hey,